herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Endlich! Ihr habt drauf gewartet, ich habe drauf gewartet. Nach anderthalb Jahren bin ich zurück auf der AIDA. Das ist die Ahoi-Tour, die allererste, die AIDA Soll macht. Deswegen bleibt dran, ich bin gespannt. Und genau, unsere Kabine zeige ich euch auch noch rein. Also hier kommt man rein, man macht dann die Karte rein, damit man Licht hat. Und dann sieht das Ganze so aus. Das ist eine Zwei-Bett-Kabine mit einer dritten Person. Also ich kann noch eine dritte Person schlafen. Das ist bei uns aktuell der Fall. Genau, hier im Eingangsbereich hat man halt diese drei Schränke. Ist wirklich genug Platz. Kann ich jetzt nicht zeigen, weil wir so viel da drin haben. Dann hier der Fernseher, Schreibtisch und halt hier haben wir das Bad. Klein, aber fein. Ja. Genau, hier Schlafbereich. Nochmal Ablageflächen. Hier wäre eigentlich so ein Sessel, aber es hat jetzt das dritte Bett. Ich zeige euch das nochmal so rum. Also wirklich, reicht vollkommen aus. Dann hier halt unser Mini-Balkon, aber das passt alles wie gewohnt. Und natürlich die Hängematte nicht zu vergessen. So, auf jeden Fall geht es jetzt zur Seenotrettungsübung. Das haben wir ein bisschen wegen Corona geändert. Man kann vorher schon einfach zu einem Sammelpunkt gehen und dort die Rettungsübung machen, wo nicht so viele Leute sind. Das ist viel nicer, weil es dauert nicht so lange. Wenn wir es testen. Generalalarm, Generalalarm zur Übung. Alle Passagiere, die bis jetzt noch nicht an der Sicherheit sind. Ich hab schon mitgemacht. Genau, Leute, vorhin waren wir ja an Rügen und jetzt sind wir zwischen Kopenhagen und Malmö gewesen, also in Schweden. Und ich kann euch jetzt mal ein bisschen von Kopenhagen zeigen. Ich habe gerade einfach nur einen Pulli an, das werden wir jetzt ändern, weil es geht zum Abendessen und wieso nicht umziehen? Alle, die auf dem Schiff sind, wissen, man zieht sich richtig oft am Tag um. Deswegen, Outfit wird jetzt gechanged. Das ist mein Outfit. Ich zeige euch das jetzt mal am Spiegel. Auf geht's und Maske nicht vergessen.
Leute, es ist 10 vor 8. Ich wollte gerade baden gehen. Der Pool ist noch zu, weil es abgedeckt ist. Hallo? Das Ding ist aber am Tag baden geht, das ist halt immer so voll und jetzt ist so schönes Wetter. Gerade haben wir die Aida Diva gesehen. Wir sind durch so ein Ankergebiet gefahren, wo ganz viele Schiffe geankert haben. Und das war schon echt ein Highlight, muss ich sagen. Wir sind dann einmal so um Diva rum, so einen halben Kreis. Und es war so schön. Genau, jetzt ist der zweite Seetag. Frühstücken waren wir schon, das habt ihr schon gesehen. Und ich werde jetzt gucken, was ich mache. Ich glaube, ich setze mich in die Aida Lounge, bearbeite ein bisschen Fotos oder filme ein bisschen für euch. Mal gucken. Das Wichtigste, was man oft vergisst, sind die Masken. Einfach immer aufsetzen. Ich finde, es ist nicht so schlimm, weil endlich wieder Urlaub, endlich wieder Ida. Auf jeden Fall, die kann man beim Sport abnehmen und wenn man sich halt irgendwo hinsetzt beim Essen, dann kann man die auch abnehmen. Im Theatrium kann man die nicht abnehmen, aber ich finde, es ist nicht schlimm. Genau. Auf geht's zur Aida Lounge. So, ich habe gerade meinen Plan geändert. Ich gehe jetzt noch schnell was essen, denn es ist kurz vor 10. Ich habe Hunger. Nochmal. Ja. Ich fahre jetzt hoch auf Deck 12. Der letzte Tag ist angebrochen. Wir müssen auch mal gleich zum Corona-Test gehen, was ich ein bisschen nervig finde, aber gut. Schleswig-Holstein will das so, dann machen wir das so. Und genau, am Anfang hatten wir so Check-In-Zeiten. Gruppe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich bin Gruppe 5 und wir sind auch gleich dran. Also gerade ist die Gruppe 4 dran. Und genau, es geht alles schneller, wie im Plan stand. Deswegen ist es mega nice eigentlich. So, jetzt sind wir zurück vom Test. Das waren 5 Testkabinen. Ich habe Kabine 5 gehabt, hatte nur Nase, also beide Nasenlöcher. Das war schon schlimm. Meine Mutter hatte mit Rachen. Also, ich hatte Glück. Was?